Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Schneebesen-Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Schneebesen-Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die WMF Profi Plus. Der WMF Silikonbesen besteht aus teilweise mattem Chrom-Argan-Edelstahl 1810 und verfügt über einen bis zu 270C hitzebeständigen Silikonbesen. Der ausgezeichnete Vorteil von Silikon ist, dass das Element auch in Verbindung mit geschichteten Pfannen und Töpfen verwendet werden kann, auf denen keine Metallkochbereichsutensilien verwendet werden sollten. Dies deutet darauf hin, dass der Schneebesen weit verbreitet werden kann und hat auch hochwertige Verarbeitung und eine Öse zum Aufhängen. Umzug auf Nummer 4, haben wir die KitchenMit Universal. Der KitchenMit Schneebesen hat ein Kunststoffmanagement in einem stilvollen roten Design, das zum Rest der Küchenprodukte von KitchenMit passt. Das Farbdesign in Empire Rot in Verbindung mit den Edelstahlelementen wirkt elegant und edel. Das Element hat ebenfalls eine Hängeschlaufe und ist völlig spülmaschinenfest. Der Schneebesen hat eine Gesamtlänge von 25 cm. Auf Platz 3 haben wir die Rösli Gastro. Der erschwingliche Edelstahlbesen von Rösli wird in zwei Variantenlängen angeboten, 25 cm und 30 cm. Auf diese Weise können Sie das Design wählen, das Ihren Praktiken und Anforderungen am besten entspricht. Die Drähte sind extrem dünn und haben einen großen Abstand. Dies macht das Design ideal für Gerichte mit einer flüssigen oder halbfesten Konsistenz, da diese effektiv und einfach mit dem Produkt ausgepeitscht werden können. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Olalma elektrische. Der preiswerte elektrische Schneebesen von Farmer Whisk hatte die Fähigkeit, sich unter der Mini-Mischung zu entwickeln. Das Design ist in zahlreichen Farben erhältlich, ist sehr kostengünstig und läuft auf 2A Batterien. Die Rührstange hatte eine Länge von 10 cm. Was zum Schäumen von Milch in einer Tasse oder einem Glas ausreicht. Die Feder ist aus Edelstahl und die Karosserie aus einem ABS-Kunststoff gefertigt. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die WMF Profi Plus. Der Schneebesen aus Chromargan Edelstahl 1810 von WMF konnte als Testsieger und damit als bester Besen dominieren. Als teuerstes Modell unter den traditionellen Modellen muss man ein paar Euro mehr investieren, aber es lohnt sich, da das Produkt extrem belastbar ist, da alle praktischen Teile sicher im Griff versiegelt sind. Dank der nützlichen Öse kann der WMF Kochbereichshelfer auf einer hängenden Schiene gelagert werden und ist immer auf der Hand. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.